Was haben Sauerkraut, Bier, Bioethanol, Joghurt und Insulin gemeinsam? Ganz einfach. All diese völlig verschiedenen Produkte werden in einem Prozess hergestellt, den man Fermentation nennt. Ursprünglich verstand man unter Fermentation eine Gärung unter dem Ausschluss von Sauerstoff. Heutzutage ist der Begriff weiter gefasst. Als Fermentation bezeichnet man jegliche Umwandlung oder Herstellung von Stoffen, die mit Hilfe von Mikroorganismen, Zellkulturen oder Enzymen erfolgt, egal ob mit oder ohne Sauerstoff. Ein Beispiel für eine Fermentation ohne Sauerstoff ist die Herstellung von Sauerkraut. Das Sauerkraut wird hierbei mit Hilfe von Milchsäurebakterien unter Luftausschluss vergoren. Die Bakterien senken den pH-Wert und machen das Sauerkraut so lange haltbar. Milchsäurebakterien sind auch für die Herstellung von Joghurt notwendig. Die Bakterien wandeln hierbei die in der Milch vorhandene Laktose, den Milchzucker, in Laktat, die Milchsäure, um und gewinnen so Energie. Dadurch senkt sich der pH-Wert der Milch und sie wird dicker, bis schließlich Joghurt entsteht. Dieser Prozess wird auch als Milchsäuregärung bezeichnet. Eine andere Art der Fermentation ist die alkoholische Gärung, wie bei der Herstellung von Bier. Ausgangsstoff ist hier die Stärke aus Getreide. Sie wird in einem ersten Schritt von Enzymen in Zucker gespalten. Dieser Zucker wird dann mit Hilfe von Hefekulturen zu Ethanol, also Alkohol, umgewandelt. Auch der Kraftstoff Bioethanol wird durch eine alkoholische Gärung hergestellt. Ausgangsstoffe können hier beispielsweise Zuckerrohr, Weizen, Mais oder die Zellulose aus Holzabfällen sein. Bestimmte Mikroorganismen können auch wichtige Produkte für die Medizin oder Pharmazie über Fermentationsprozesse herstellen. So zum Beispiel für das Antibiotikum Penicillin oder Insulin. Noch Fragen? Am Ende des Videos gibt es nochmal eine Zusammenfassung. Uns gibt es auch bei Facebook und Twitter und bei YouTube kannst du uns abonnieren.